Rechtsanwalt Thomas Wagner Semiti. Ja, servus. Schön, grüß dich. Dass du mal kurz vor die Kamera kommst und uns ein paar Neuigkeiten eventuell erzählst. Ja. Und zwar in Richtung, erstmal magst du dich mal kurz vorstellen, was deine Fachrichtung ist? Also, mein Name ist Thomas Wagner Semiti, ich bin Rechtsanwalt im Bruck an der Leitha, genau zu sein in Schwechat. Und meine Fachrichtung ist das Gewerbe- und Wirtschaftsrecht. In dem Zusammenhang hat es letzte Woche rechtzeitig vor dem Lockdown eine neue Entscheidung gegeben zur Frage der Vermietung von Gewerbeimmobilien, was besonders für die CBD-Shop-Betreiber interessant sein dürfte. Die Sache ist nämlich die, es werden ab Montag sämtliche Handelsgeschäfte wieder geschlossen werden aufgrund des neuen Lockdowns. Und die Frage ist, wer bezahlt die Geschäftsraummiete für diesen Zeitraum, wenn ich natürlich eine Geschäftsräumlichkeit miete, um zum Beispiel CBD-Produkte zu verkaufen und dann behördlich angewiesen werde, mein Geschäft geschlossen zu halten. Grundsätzlich wurde es bis jetzt strittig, ob in diesem Fall von den Mietern oder Pächtern Miete zu bezahlen ist. Das wurde letzte Woche eindeutig so entschieden, im Falle eines Solarstudio-Betreibers, dass im Falle des behördlichen Lockdowns und der behördlichen Schließung der Geschäftsräume keine Miete oder Pacht vorzuschreiben ist. Okay. Und somit jetzt endlich Rechtssicherheit gekommen ist, rechtzeitig vor dem neuen Lockdown. Super. Also zumindest schon mal sind die Leute, haben eine kleine Sicherheit, dass sie schon mal mietmäßig zumindest entlastet sind. Das heißt jetzt nicht, dass Löhne weitergezahlt werden oder gibt es da auch irgendwie ein Ausfallgeld oder so? Für die Löhne ist das immer die Frage jetzt. Es ist jetzt leider noch keine Entscheidung dahingehend gekommen von den zuständigen Ministerien. Aber da immer noch die Möglichkeit der Kurzarbeit besteht, vermute ich mal, dass ab Montag wieder die Anträge auf Kurzarbeit gestellt werden, wo dann die Mitarbeiter bis zu 10% runtergesetzt werden von der Arbeitsleistung bei einem entsprechenden Lohnausgleich durch das Arbeitsmarktservice. Welche Fälle vertrittst du? Kann man sich an dich wenden, wenn man Fragen hat in Fragen CBD, in Fragen was? Strafrecht machst du auch? Oder? Unter anderem mache ich auch das Strafrecht. Primär bin ich aber im Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht zu Hause. Okay. Bedeutet von Gründung Unternehmen, Lebenslauf des Unternehmens, wenn jetzt zum Beispiel Lieferanten nicht rechtzeitig liefern oder Kunden nicht zahlen, für solche Fälle gerne auch. Okay. Und natürlich auch im Growing Market, CBD, berate ich auch gerne, was jetzt betrifft, ich möchte ein Unternehmen gründen, das CBD-Produkte herstellt oder vertreibt. Okay. Und im Zuge dessen. Super. Dann bedanke ich mich für die Zeit und für die Info. Super. Ja. Ich danke. Schönen Dank auf der Messe. Vielen Dank. Und wenn Sie mich erreichen wollen, ich bin jederzeit in Schwechat für Sie da. Super. Danke. Danke. Ciao.